4500 Jahre alt sind die Pyramiden von Gizeh. Nun vermeldet eine internationale Forschergruppe eine spektakuläre Entdeckung. Sie will mit Hilfe kosmischer Strahlen einen Hohlraum in der größten und ältesten der Cheops-Pyramide gefunden haben. Wir wissen nicht, was es mit dem Hohlraum auf sich hat, bremst einer der Wissenschaftler, deswegen wollen wir auch nicht von einer Kammer sprechen. Der Raum sei in etwa so groß wie ein Passagierflugzeug. Myonendetektoren waren der Schlüssel. Die Technik, die ähnlich funktioniert wie Röntgenstrahlung, wird auch eingesetzt, um aktive Vulkane zu durchleuchten. In Fukushima untersuchte man damit das havarierte Kernkraftwerk. Im Fachmagazin Nature beschrieben die Wissenschaftler ihren Fund. Er lässt die Theorie zu, dass es neben den bisher entdeckten Grabkammern in der Pyramide noch weitere gibt. Doch daran glaubt nicht jeder. Wenn man sich klar macht, wie die Pyramide gebaut wurde, kann man erkennen, dass es innerhalb der Pyramide viele Hohlräume und viele Lücken gibt. Ein Hohlraum bedeutet nicht, dass es ein Zimmer gibt. Ein Hohlraum bedeutet keine Entdeckung. Was sie heute verkündet haben, ist keine Entdeckung. Nun soll der Hohlraum genauer untersucht werden. Die Forscher prüfen, ob dafür winzige Roboter eingesetzt werden können. Die Erforschung der Pyramiden von Gizeh ist jedenfalls noch lange nicht zu Ende.